Hallo und herzlich willkommen, ihr Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu NHL 21, zu der Hellrider Sportsfreunde and Friends Europa-Tour. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns in der Station 8 unserer Sportsfreunde and Friends Tour und wir sind hier zu Gast in Polen. Schauen wir mal, ob uns noch ein Sieg gegen Weißrussland, hier ein Sieg gegen Polen auch gelingen wird. Aber es ist ja, Sieg oder Niederlage ist ja in dem Projekt eigentlich nicht so das Wichtige, sondern dass man mal ein paar europäische Mannschaften auch kennenlernen. Oder kennenlernen. Dass man es jetzt hier auch auf meinem Kanal einmal ein paar polnische, ein paar europäische Mannschaften sehen. Wir haben jetzt die polnische Mannschaft. Das Pulli verlieren wir zwar, aber Polen kriegen bei unserem Stanislav nicht vorbei. Jetzt gehe ich auf die Vorteilspunkte geschaut. In diesem Spiel, aber hier macht unser Bedrock auswärts das 1 zu 0 für die Hellrider. Witzek gewinnt das Pulli auf Kukri und Stein. Ja, im normalen Spiel hebe ich jetzt den Kampf um, es ist es ja, aber auf dieser Tournee nicht. Stein, Biko, Witzek. Die schafft's nicht. Kämpfen. Oh ja, super gemacht von Stas. So, Goldberg. Brandy. Jawohl, Raffi auf Tomanzini. Schafft es leider nicht. So, das. Tomasini. Polen möchte es jetzt wissen. Sie wollen den Ausgleich nur in diesem Drittel erzwingen. So ist es auf mich wirkt. So, Tomasini.
Und Schuss immer wieder auf dem Weg in Richtung gegnerisches Tor. Und somit schießt unsere Nummer 87, der Hannes Tomanzini. So, auf geht's. Zweites Drittel. Nächste Station ist dann Dänemark, meine lieben Sportsfreunde. Dann haben wir überlegt, gehen wir nach Deutschland. Und die letzte Station wird dann Tschechien sein. Von Österreich raus eine schöne Runde gehabt in dieser Europatour. So, Stein, Sora, oh. Ich spiele ja noch in der Standardeinstellung, also das, was ich ja von Haus aus eingeschissen habe im Spiel. Ist halt da. Also ich tue doch die Einstellungen nicht verändern. Für den, die was interessiert. Weil ich ja sage, es ist ja gleich, ob man gewinnen oder verlieren. Tomanzini, der Mann von die Bozner Füchsen. Da Peter. Okay. Nochmal Peter Kucke auf Pico. Verliert die Schläger, nimmt den Schwauf wieder.
Last minute of play in the second period. Und Polen macht den Anschlusstreffer knapp vor dem Ende des zweiten Drittels. Ist Vorsicht geboten. Jetzt müssen wir die Antwort schießen oder verteidigen. GKS Technik Goal, scored by number 71, Jean Dupuy, assisted by number 78, and by number 72. Time of the goal, 19 minutes 53 seconds. Looking for the latest news, scores and statistics? Check out our team website for video highlights, player features. So, jetzt hat. Jetzt das gefährliche Drittel. Ja. Können wir nicht vorbei am gegnerischen Goalie. Tor auf Erich Berg. Unser Mann von den Berliner Eisbären macht das 3:1 für die Hellriders auswärts. In Zusammenarbeit mit dem Bado und mit dem Kuki M. Entschuldigung. Aber da ist der zweite Anschlusstreffer von Polen. Und da ist der Ausgleichstreffer von Polen. Ich sage ja, letztes und gefährliches Drittel. Kulper. Tomanzini. Paucho auf Tomanzini messert sei.
Wipze. Rock schafft's auch nicht. Last minute of play in the third period. Wow, this was. Das war jetzt verdammt eine knappe Geschichte. Und da ist das Führungstor von unserem Maestro mit der Nummer 50 von Mike Krucke. Zusammenarbeit von Brandy und von Badora. Jetzt nur mal mit einem Mann mehr auf dem Eis. Möglich in dem Spiel ist es noch möglich, dass Polen sich in die Overtime rettet. Aber es nutzt ja nichts. Zu 3 und Sieg für die Hellriders aus Österreich. Boah, Star geht an die Polen. Okay, jetzt hat die Star geht auch an die Polen. Die Star geht wenigstens an uns. Schauen wir uns das Ding an. Da Krucke mit einem Tor und einem Assist ist er auf Platz 1. Dann kommt der Badora, gefolgt mit 2 Assists. Dann kommt meine Wenigkeit mit einem Assist. Dann der Bedrock mit einem Tor. Der Erik mit einem Tor, der Brandy mit einem Assist, dann der Tomansini mit einem Tor, der Holzer mit einem Assist,
dann was ist eigentlich? Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Unsere nächste Station ist Dänemark. Wenn euch der Spieltag gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier auf dieser Sportsfreunde and Friends Europa Tour weitergeht, nichts mehr Nice versäumt wird. Und dann wünsche ich noch bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!